Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei und es ist Zeit für die zweite Challenge der Tour de Vlies 2015. Yay! Die zweite Herausforderung steht vor der Tür und ich freue mich riesig darauf. Ich habe mir heute den ganzen Tag einen Wolf gesponnen für diese Challenge. Ich habe mich da heute komplett verausgabt, um euch so viele Beispiele wie möglich geben, zeigen zu können, euch inspirieren zu können. Ihr bekommt jede Woche von mir eine Aufgabe und könnt dann in der Ravelry-Gruppe, in der Shanti Manu Ravelry-Gruppe, eure Ergebnisse davon posten und damit an der Verlosung teilnehmen. Aber auch jeder andere kann quasi für sich mitmachen oder seine Bilder auch bei Instagram, Facebook etc. teilen, die Verlosung und all das läuft aber nur in der Ravelry-Gruppe. Genug des Organisatorischen. Es ist also Zeit für die zweite Challenge und wie ihr dem Titel vielleicht schon entnommen habt, diese Woche müsst ihr selber spinnen, denn wir spinnen ein Bouclé-Garn. Bouclé-Garne sind meistens Mohair-Garne mit ganz vielen kleinen Schlaufen oder auch größeren Schlaufen. Und ich zeige euch in diesem Video, wie das geht und wie man die Schlaufen in das Garn bekommt. Der Witz bei diesen Garnen ist halt, dass die verstrickt besonders witzig aussehen und auch dann, wenn man sie mit anderen Garnen kombiniert, erst dann werden die wirklich lustig, finde ich. Was ihr dafür braucht, sind immer drei Fäden. Was für Fäden das sind, da könnt ihr ein bisschen flexibel sein. Aber ihr braucht drei Fäden. Einer der Fäden, mit dem könnt ihr ein bisschen spielen. Das wäre dann quasi der Bouclé-Faden. Was ihr als dünne Fäden nehmen könnt, ihr braucht quasi einen Seelenfaden, also einen, um den ihr euren Bouclé-Faden, das werdet ihr gleich im Detail sehen, herumwickelt und dann nochmal einen Fixierfaden am Ende. Dafür könnt ihr dünne Seidenfäden nehmen oder Seidengarne, Nähgarne oder sehr dünn gesponnene Wollgarne gehen auch. Ich habe es auch mal mit dickeren Garnen ausprobiert. Bei dem hier ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da der weiße Faden ist zum Beispiel die Seele gewesen. Das funktioniert auch, aber es ist schon von Vorteil, wenn es etwas dünner ist. Das Wichtige sind die Richtungen, in die die Fäden verdreht sind. So, jetzt kommt nämlich der Clou oder beziehungsweise der Clou Nummer 1. Das Ganze fängt mit zwei Fäden an, okay? Und da braucht ihr einen Faden und das ist euer Bouclé-Faden, der ganz normal im Uhrzeigersinn verdreht ist. Deswegen auch am besten einfach nur einen Faden, den ihr im Uhrzeigersinn, so wie ihr ihn sonst wahrscheinlich auch spinnen würdet, verdreht ist. Das heißt, in Fachsprache in Z-Richtung. Dann braucht ihr einen Faden für die Seele, der in S-Richtung verdreht ist. Will heißen, gegen den Uhrzeigersinn. Ihr könnt auch versuchen, einen Faden zu benutzen, der ganz normal im Uhrzeigersinn verdreht ist. Ich habe es probiert. Es funktioniert, aber es ist sehr schwierig. Der erste Verzwirnvorgang läuft gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, ihr knotet eure Seele und euren Bouclé-Faden an eurem Leitfaden fest, sei es bei der Spindel oder beim Spinnrad. Es funktioniert beides. Und verdreht das Ganze miteinander gegen den Uhrzeigersinn. Das Einzige, worauf ihr dabei achten solltet, so, jetzt kommt's, ist, dass die Seele immer auf Spannung gehalten wird. Das heißt, ihr könnt die so ein bisschen um den kleinen Finger rumwickeln oder ihr habt vielleicht eine Lazy Kate, die eine Bremse hat. Wenn nicht, das macht aber auch nichts. Ich nehme mir den einfach immer so in die Hand, dass der nicht einfach mitlaufen kann. Er sollte ein bisschen auf Spannung liegen und quasi gerade zwischen euch und dem Spinnrad oder der Spindel oder von oben gerade nach unten. Während der Bouclé-Faden dann etwas im Winkel und auch etwas lockerer, je nachdem, um diese Seele gewickelt wird. Und immer nach ein paar Zentimetern schiebt ihr den Bouclé-Faden so ein bisschen nach vorne. Deswegen sollte der auch nicht zu fest sein.
Und umso lockerer der ist, umso schöner werden natürlich, je nachdem, die Schlaufen. Ne? Und wie häufig ihr das schiebt, das könnt ihr selber so ein bisschen bestimmen. Und das macht natürlich auch aus, ob die Schlaufen am Ende größer, kleiner, enger oder seltener sind und so weiter. Also wie das Garn insgesamt aussieht. Allerdings solltet ihr da jetzt nicht zu viel Energie reinsetzen, genau abzumessen und zu gucken, wo jetzt diese kleinen Knüppelchen sind, die dann entstehen, wenn ihr das alles hochschiebt. Weil das verändert sich eh nochmal, weil wir später noch einen zweiten Verzwirnschritt haben. Und da könnt ihr definitiv auch nochmal so ein bisschen justieren und machen und tun. Erstmal einfach gucken, was passiert. Also, die Seele ein bisschen nach Spannung halten und das Bouclé-Garn schön im Winkel so ein bisschen drumrum. Im rechten Winkel, habe ich festgestellt, finde ich ein bisschen zu viel. Also ruhig so eher 45 Grad und dann immer mal wieder hochschieben. Jetzt kommt der zweite Schritt. Es wird also nochmal verzwirnt. Ihr habt jetzt quasi euer S-verdrehtes Vorbouclé-Garn, wenn man so will. Wenn ihr es mal ausprobiert, dann würdet ihr feststellen, dass diese kleinen Hübelchen und so noch sehr sich auf dem anderen, auf der Seele noch sehr leicht verschieben und verrutschen lassen. Wir verzwirnen das nochmal mit einem dritten Faden und fixieren das Ganze damit. Jetzt ist es so, wir haben also unser S-verzwirntes Garn und jetzt brauchen wir wieder einen neuen Z-Faden. Vorher war unser Bouclé der Z-Faden, also wir brauchen jetzt noch einen Faden, der im Uhrzeigersinn verdreht ist, um damit dann im Uhrzeigersinn das Ganze nochmal zu verzwirnen. Wir haben also vorher gegen den Uhrzeigersinn verzwirnt. Und jetzt verzwirnen wir mit dem Uhrzeigersinn und deswegen brauchen wir auch einen Faden, der im Uhrzeigersinn verdreht ist. Das Ding ist jetzt, ich habe festgestellt, dass man so ganz feine Sachen wie Nähgarn oder Kunengarne oder sowas durchaus auch als Fixierfaden verwenden kann, obwohl die in der Regel erst verdreht sind. Probiert für euch auch einfach mal verschiedene Sachen aus, also genauso wie der im Uhrzeigersinn verdrehte Faden vorher als Seele auch so einigermaßen funktioniert hat, kann es auch funktionieren und das habe ich hier gemacht, habe ich mit einem ganz normalen Nähgarn dann das Ganze fixiert und auch das funktioniert einwandfrei. Das hat halt unterschiedliche Auswirkungen auch auf die Elastizität und darauf, wie das Garn dann am Ende wirklich aussieht. Aber das Grundprinzip, das klassische Bouclé, wäre also jetzt, wir haben unser vorhergestelltes Garn in S gegen den Uhrzeigersinn. Und wir nehmen jetzt noch einen Faden dazu, der in Z-Richtung, also mit dem Uhrzeigersinn verdreht ist und verzwirnen das Ganze wieder miteinander. Dieses Mal arbeiten wir wieder mit einem Winkel, wobei es sinnvoll ist, diesmal das quasi schon Bouclé-Vorgarn etwas auf Spannung zu halten und den Fixierfaden nicht zu locker darauf laufen zu lassen, so dass das Ganze so ein bisschen aufgehen und Schlaufen bilden kann, also dass die Schlaufen wirklich so ein bisschen aufgehen. Und so, dass der Fixierfaden eben in regelmäßigen Abständen das Ganze dann wieder zusammenhält, bevor es eben komplett einfach wieder aufgehen würde, wenn wir das jetzt in die andere Richtung drehen, ne? Und auch da könnt ihr natürlich irgendwie gucken, mit dem Winkel ein bisschen spielen und mit der Spannung ein bisschen spielen. Ich habe für mich immer festgestellt, dass ich gerne mal dazu neige, dieses Bouclé-Garn dann um meinen Fixierfaden rumzuwickeln, weil ich den Eindruck habe, erstmal, das sieht schöner aus. Später hat das dann aber um einiges mehr Elastizität und neigt dann eher dazu, wie dieses hier, so ein bisschen sich wieder mit sich selber zu verdrehen. Moment, mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. So ist es halt ausgestreckt. Und ne, dann krischelt sich das nochmal eher so ein bisschen. Aber das sind eben auch so Sachen, mit denen man spielen und experimentieren kann, gerade bei dieser Technik. Also probiert so ein bisschen aus. Auch hier wieder so ein bisschen 45 Grad Winkel.
Und ihr bekommt dann, glaube ich, auch ziemlich schnell einen Blick dafür, wie ihr das am besten haltet. Und jeder hat auch so ein bisschen seine Handhaltung, damit das dann locker aussieht. Der nächste Schritt wäre natürlich auch logisch, ihr nehmt euch eine Haspel, holt das runter und bewundert euer Werk. Es ist eine echt coole Technik. Ich habe das ewig nicht mehr gemacht, das ist schon über ein halbes Jahr her. Ich habe das mal für ein paar Kurse gemacht und auch vorbereitet und hatte dann auch ein paar, die habe ich aber auch weggegeben irgendwie. Und hatte fast vergessen, wie viel Spaß das macht. Das ist eigentlich echt cool. Ich finde, das macht echt Spaß. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit diesen Mustern hier machen werde. Aber ich bin sicher, dass ihr irgendeine Möglichkeit findet, wie ihr die verwenden könnt. Und ich meine, sowas Nettes wie das kann man ja, wenn es ja mal gewaschen ist und sich nicht mehr irgendwie einkringelt und vielleicht ein bisschen lockerer wäre, auch wunderschön einfach so als Schal, Tuch, Kette anziehen. Und jetzt bin ich gespannt. Ihr habt eine Woche Zeit, um eure Bouclé-Garne zu spinnen. Es müssen natürlich keine 100 Gramm Garn sein, wie immer. Es reicht, wenn ihr eine Probe macht, aber glaubt mir, wenn ihr erstmal damit angefangen habt, könnt ihr bestimmt so schnell nicht mehr aufhören. Und wenn ihr 4 oder 5 unterschiedliche Proben macht, yippie-yay-yo. Um euch nochmal kurz so einen Überblick zu geben, was ich wirklich bei welchen gemacht habe. Ich habe euch ein paar Sachen ja schon gezeigt. Um dieses etwas dünnere Bouclé-Garn herzustellen, es ist mit einer Seele aus Corydale gesponnen, also aus diesem Corydale-Garn. Und dann habe ich einen Corydale Single genommen und habe den darum gerappt. Und dann habe ich so ein blaues Nähgarn genommen und habe das dann zum Fixieren benutzt. Und aufgrund der Tatsache, dass der Single natürlich so dünn war, mein Bouclé-Faden im Prinzip, werden natürlich auch die ganzen Schlaufen sehr viel kleiner und feiner. Für das, was ich hier am Hals trage, habe ich eine Seele aus Nähgarn genommen, einfaches Nähgarn, und habe den Faden, den Bouclé-Faden, ziemlich dick gesponnen und dann eben um das Nähgarn rum und dann auch wieder mit einem Nähgarn fixiert. Das Ganze ist auch sehr elastisch und zieht sich sehr schön wieder zusammen. Das Gleiche habe ich dann mit dem Rest des Sari-Seide-Beds. Das war eben genauso dick gesponnen wie auch der Rest. Und dann habe ich wieder meinen Corydale-Garn als Seele genommen. Und hier sieht man aber ein bisschen im Verhältnis, dass ich sehr viel seltener hochgeschoben habe und dass deshalb die Schlaufen eher so ein bisschen vereinzelt sind. Vielleicht fällt das auch nur mehr auf durch den weißen Kontrastfaden als jetzt bei dem, wo natürlich die Seele, weil die so dünn ist, komplett verschwindet. Die sieht man halt im Garn so gut wie gar nicht mehr. Und dann bin ich auch wieder mit dem Nähgarn als Fixierfaden hingegangen. Das hier ist eine Seele aus Corydale und dann ein Mohair-Garn gesponnen. Ihr könnt natürlich auch einen Mohair-Faden nehmen, ein gekauftes Mohair-Garn zum Beispiel nehmen als Bouclé-Faden. Und ja, habe ich auch ziemlich oft geschoben, deswegen habe ich ganz viele kleine Kringelchen und habe das dann wiederum mit einem Corydale-Single fixiert. Und als letztes habe ich einen Seidenfaden gesponnen und den habe ich auch recht dick gesponnen. Also man sieht, der ist nicht super, super fein, ne? Sondern dadurch entstehen schon auch so ein bisschen dickere Kringel und das gefällt mir besonders gut. Und da habe ich auch als Seele und als Fixiergarn Nähseide, also Nähgarn genommen. So viel zu meinen Ideen und was mir alles eingefallen ist zu Bouclé. Ich bin ganz, ganz gespannt auf eure. Freue mich auf eure Reaktionen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Video und vor allem auch bis zur nächsten Challenge ganz, ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien und vor allem bei euren Challenge-Spinnereien. Bis dahin, eure Shanti. Bye! Schatz, du kannst gerne reinkommen, ne? Ja.